Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Bear With Me. Ich würde sagen, wir schauen uns mal jetzt, nachdem wir mit Ted hier unten gelandet sind und nicht den Haikönig erschossen haben, hier unten im Keller um, was es hier so gibt neben der Mario-Pflanze. Ich kann sie antippen. Oh snap. Okay. Das ist ein Lüftungsschacht, den können wir aber nicht anwählen. Wir können also dadurch nicht fliehen, hier nicht fliehen. Kann ich das nochmal machen? Und nochmal? Okay. Dann, da der Topf leer ist, können wir durch den abhauen. Nein, können wir nicht. Hier ist auch nichts zu machen. Ted selber. Wasser, Warmwasserboiler. It's a hot water boiler. It generates the heat for this whole building. Okay. Ich kann aber an dem kleines Ventil doch was einstellen. Now I'm not a plumber, but that looks like some sort of excess steam vent. Kann es sein, dass ich das Gebäude kalt machen muss? Also kalt machen im Sinne von, dass ich den warmen Wasserboiler ausstelle. Dann kommt, was weiß ich, ein Hausmeister runter, um das zu reparieren und dann können wir entfliehen oder so. And do what? Das, was ich gerade erzählt habe, hörst du mir nicht zu? Nee, wir gucken mal ein bisschen weiter. Auf dem Boden allgemein ist nichts. Wir schnappen uns mal den Lappen, bevor, also nachdem wir ihn uns angeschaut haben. It's a dirty, dusty rag. Genau das Richtige für uns. I'll take the dirty, dusty rag with me, just in case. Genau, man weiß nie, wozu man einen dreckigen, alten, staubigen Lappen braucht. There are a lot of boxes around Paper City, that's for sure. I bet that snake fellow would feel right at home here. Und jede Katze genauso. Das sind auch Kisten, ich nehme There an. are a lot. Ja, sind die gleichen. Den Besen kann ich nicht separat nehmen. Hier in dem Schrank. Geh mal kurz zur Seite. Hier in dem Schrank. Auch, oder? Hier ist nur die Kiste. Hier ist auch nichts. Tür. Schauen wir uns auch gleich an. Bloß mit zuletzt. Schließfach. Nehmen wir mal das. Looks like a locker to me. Können wir es öffnen? The locker is locked. Go figure. Okay. Achso, den kann ich gar nicht machen. Hier unten geht es auch nicht weiter. Ich nehme an, die Tür ist verschlossen. Wir gucken sie uns aber trotzdem an. It's locked. I mean, of course it is. Können wir trotzdem dran rütteln? It's locked. I mean, of course it is. Ich nehme doch tatsächlich an, dass der Lappen uns hier nicht weiterhilft. There has to be a better use for it. Können wir ihn denn am Ventil benutzen? Wenn nicht, können wir ihn auch noch der Pflanze zu essen geben. Let's see what happens. Ah, Get ready, so. Ted. This might end tragically. Okay, other Ted. You think you can lock up Teddy Bear? Well, think again, buddy. Ich habe gedacht, das geht jetzt hier alles hoch im Zimmer. Können wir den Lappen noch mal mitnehmen? And do what? Weiß nicht. Okay, aber das ist jetzt offensichtlich offen und wir können rübergehen in den Steuerraum. Hey, have you made all this mess? Huch? No, it was the other guy. What other guy? The one they've locked up in here before me. Derek. I could check that if only they've installed some cameras in here. Isn't it a bit counterintuitive not to have cameras in here? Sure. Anyways, you have access to records, right? Can you find something for me? I could, but you're not authorized to access my logs. Ich bin autorisiert. Ich bin der neue Verantwortliche hier. Ich bin autorisiert. Ich bin der Inspektor. Ich bin autorisiert. Ich bin der neue Besitzer. ich denke, er weiß, wer der Verantwortliche ist und auch wer der Besitzer jeweils ist. Deswegen probiere ich mal Inspektor. I'm authorized. I'm the new idiot log machine inspector. I work over at the Idiot Log Machine Inspection Company and Sons. Wow, that was really rude. Do you just go around insulting people? Is this something you do? More or less. I mean, I guess I could just beat you up. I do that too. Nicht so erfolgreich. I'm authorized. I'm the new supervisor, John Collins. Nice to meet you. What happened to Carl? He, you know, died. Holy microchip. And at the young age of 35. Yeah. He was trying to save this puppy from drowning, and he just exploded. The puppy? Sure, the puppy too. Anyways, I need to access some logs. Such a tragedy.
His wife must be devastated. No, she's fine. She ran off with her lover. I knew she was cheating on him. It was so obvious. Yeah, and with his twin brother. Enrique? But I thought he was dead. No, he was just hiding. And he had amnesia from the crash. He was living as a farmer for some time, but then at some point a horse kicked him in the head and he remembered everything. Wow. So what'll happen now? I don't know. We'll have to tune in next week. Wait, what are we talking about? Exactly. Was zur Hölle? Ist das irgendeine Serie? Wahrscheinlich irgendeine ABC-Serie oder sowas, die wir nicht kennen oder die ich nicht kenne? Falls ihr wisst, wovon er spricht, wenn denn die Serie überhaupt existent war und nicht bloß ein ausgedachter Dialog, haut's mir gerne in die Kommentare. I'm authorized. I'm the new owner. King sold the joint and went into investment banking. Robbing people this way just wasn't quick enough, I guess. No, you're not. You just broke out of a locked storage room. Boiler room. And no, I didn't. It was the other guy. Derek. Yeah, or Daryl. You know, what am I? Namer of people. And where is Derek now? He, spontaneously combusted. Look, are you going to help me or not? What do you think? Where's the guy who works here? Bill? Well, he went upstairs to, and I quote, mingle and get wrecked. Well, that's irresponsible. My thoughts exactly. Aren't you bored? I am, as of recent. Want to play a game? Does that game include finding something for you in my logs? Okay. How about another game? I'm all ears. Well, microphones. How about a game of trivia? I ask you 7 questions, and you have to answer. You can get 7 points max. Don't know the answer? You don't get a point. It's as easy as that. Then you can ask me 7 questions. All right? Yeah, sure, whatever. Shall we begin? Sure. Ladies first. In the previous room, where you recently escaped from... Allegedly. Escaped from allegedly? How many wooden crates are in that room? Was? Rechts standen einige Kisten, aber ich habe keine Ahnung. 5? 5. I'm sorry, but the answer we're looking for is 1. There is but 1 wooden crate in that room. Okay. In a previous conversation Ted had with a beautiful and talented actress, Betty, he mentioned she shot and barely missed him grazing which ear? Wait, how do you know that? Tick-tock, Mr. Bear, time is ticking. Was? Rechts, links, Mitte, deine Mom? Links. Left. Astonishingly, that is correct! Good job, Mr. Bear! Alright, how many numbers are there on a wheel of the American Roulette? Boah. 36. 36. I'm sorry, but the answer we're looking for is 38. What is the name of your informant and an old drinking buddy residing at the docks caught in a never-ending battle with the harbor seagulls? Here. CBG. Amazing! Ted scores another one! What is 1,680 divided by 12? Ich könnte es jetzt ausrechnen. Aber ich habe die Zahlen schon wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung. 140? 140. Bear against the machine. Bear scores a point! Yay. Who is our current president? Oh, I should have seen that one coming. Mitchell Howard Simmons. Ist das nicht die Frage, die wir die ganze Zeit nicht beantwortet bekommen? Your mom. It's like our contestant isn't even trying. We were looking for Howard. Howard is our president. Final question, Mr. Bear. Are you ready? Like a fox. If your uncle's sister is not your aunt, what relation is she to you? Links 38 CBG, deine Mom? Your mom. Ding, 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 ding! Get that bear cigar right again! Ich frage mich, wenn man immer deine Mom gemacht hätte, ob es irgendeine Errungenschaft gegeben hätte. Was ist das für eine Tür da drüben am Boden? Ah, tatsächlich, ich war Bürgermeister Mills in letzter Zeit hier im Casino. Was Mayor Mills here at the casino recently? Talk about easy question. Mayor was here on several occasions just last month. He was meeting with the king in his lounge. Oh no, you got it right.
You're so good at this. Ha! You're in over your head, Bear. Let's start with a warm-up one. What's that door over there on the floor? Ha! You'll have to step up your game a bit, Bear. That's a secret shaft that leads outside. A bit of a security risk now that I think about it. Last time Mayor was here, what were they talking about? Him and King? Does this answer your question? I can't come here anymore. Not until the elections, at least. If everything goes according to plan, Daniel, you won't have to. And you entrusted something as important to a couple of small-time thugs? I don't trust anyone. You should know this by now. They owe quite a debt to me, those little bunnies. They have no choice. So the girl will stay out of Paper City. I'll close the borders and the boys will stall her until... As soon as everything is set up, my men will take our friend to the exit. This thing we're doing, King, it's not right. It's for the good of the city, Daniel. We're doing this for all of us. I care for the girl as well, but there is no other way. All of this has to stop once and for all. God help her. And may the devil have mercy on our souls. Wait, what? Does this mean what I think it means? Exactly. I know everything, Bear. You're going to lose no matter... No, you stupid idiot. Both Mills and the King are working together with Red. They're setting us up. Mills sent us here so King can lock us up until Red comes for Amber. That two-timey backstabbing son of a hog. I have to get out of here. I have to get to her before it's too late. Tigrin, she's my best bet now. How do I open that secret door? There's a key in one of the lockers in the boiler room. You know, the one where you didn't escape from. But Bill has the key, so good luck getting that. All right, I have to go. Ted, are you going to come back? Maybe. I don't know. Why? It's just, I've had a lot of fun today, and usually I'm all alone in here, so I thought... Look, as soon as all of this is over, I'll come back and we can play checkers or whatever, all right? Maybe we can finish the trivia game. Yeah, sure. That would be amazing. All right, be safe out there. Friend. You too, buddy. I mean, in here. Be safe in here, in what is basically a fort. You know what I mean. Just be safe. Okay, das sind viele Informationen, die mich teilweise auch ein bisschen verwirren. Der Schlüssel ist also hier drin und wir müssen einen Schlüssel bekommen, um den Schlüssel rauszuholen. Bevor wir das aber tun, würde ich mich furchtbar gern hier drin umsehen. Was ist das? Ein Origami-Einhorn. Am I dreaming? Weil Speziallieferung. This side up company. That's just confusing. Habe ich eigentlich noch? Nee, okay. Die Karte kann ich nicht haben. Pflanze. It's a plant of some sorts. Feels out of place here. Warum? Ich nehme sie einfach mal mit, wenn's geht. Oh, okay. There we go, little buddy. I'll take care of you from now on. Meinetwegen. Wow. Get that kid out of here? What the? Das war schräg. Habe ich die Pflanze trotzdem noch? Ha. Okay. Zauberwürfel. It's some time-wasting puzzle game. Buch? A book titled How to Solve a Rubik's Cube. I think I'll wait for a movie. Ich habe schon mal gesehen, dass man Rubik's Cube mathematisch gesehen mit bestimmten Zügen immer lösen kann. Also... was weiß ich, immer wenn du dreimal rechts, zweimal links und einmal oben drehst, dann ist er immer mit allen Farben auf allen Seiten richtig. Habe ich selber noch nie ausprobiert, aber ich habe das mal gehört und dass deshalb auch Meisterschaften, wer das am schnellsten alles drehen kann und sowas entstanden sind. Aber na gut, gucken wir weiter. Oh, I would kill for a smoke right now. I am not fond of invading other people's privacy, unless someone pays me to do it. Das kann ich nicht haben. Becher? It's an empty mug, buddy. Not everything is a clue. Was? Was? It's an empty mug, buddy. Not everything is a clue. Bear with me. Ist zu diesem Hinweis verpflichtet. Bla bla bla. Ich konnte es leider nicht vollständig lesen, aber okay. Logmaschine. Kann ich hier noch irgendwas machen? It's that annoying log machine. Was passiert, wenn ich sie nochmal anquatsche? Hey there, Ted. Want to pick up where we left off? I can't right now, buddy. Some other time.
All right. Catch you later. Yeah, sure. Okay, der Heizungsraum, zu dem müssen wir aber später erst wieder rein. Die Kisten kann ich nicht nehmen, die Zettel nicht, Ventil auch nicht. Sicherheitsmonitore. Perception. Oh nein. Okay, das sind nur Monitore. Lampe kann ich nicht angucken. Auch nur Monitore. Inventarkiste. Lost and found. Almost feels metaphorical. Können wir sie mitnehmen? Das klingt nützlich. Nimmt er es tatsächlich mit? I'll just take my junk back. Ah, das ist unser Inventar. Jetzt habe ich es gerafft. Okay, ich kann mich nicht auf den Stuhl setzen oder sonstiges. Können wir vielleicht das Ding hier im Heizungsraum einfach aufbrechen? Oh. Mein Timer sagt, wir sollten mit der Folge aufbrechen. Aber ich würde das noch gern probieren. There we go. Nothing to it. Was? Ich bin ein verdammter Magier. Also brauchen wir doch keinen Schlüssel. Für die Bodenluke. Ich denke, die Pflanze müssen wir die hier irgendwie. It's too delicate. Oder müssen wir die hier irgendwie? Wasserboiler, Pflanze. Stimmt, hier ist eine Holzkiste. Ach, verdammt. Hat das was mit der Erde zu tun bei dem Tigrin-Rätsel? Fahrstuhltür. I don't have a security card. Ah, da kommen wir nur mit der Security-Karte durch. Okay, wir haben jetzt aber den Schlüssel bekommen, deswegen versuchen wir mal die Luke hier unten zu öffnen und können vielleicht dort entfliehen. Die Pflanze wird das Erzsymbol bei dem Tigrin-Ding sein und das Herz, ihr wisst schon, was ich meine. Bevor wir aber hier rausschlüpfen in die Seitengasse und gucken, was wir als nächstes zu tun haben, ich würde, glaube ich, bei Tigrin erstmal vorbeischauen, machen wir hier an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und legen morgen wieder los, wenn es heißt Let's Play Bear With Me. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.